war eine kurze Sommerpause. 3 Wochen. Was hast du in dieser Zeit gemacht? Ich bin zuerst 4 Tage zu meinem Bruder gegangen auf Bologna und nachher mit der Freundin 2 Wochen. Eine Woche Spanien, 1 Woche Italien. Also erholt. Sehr gut, gut erholt. Heute ist es wieder losgegangen mit der Vorbereitungsphase. Bei nicht ganz tollen Bedingungen. Einer von dem her, was oben runtergekommen ist. Wie war es? Ja, für mich, ich habe es gerne, wenn es regnet. So fällt es ein bisschen leichter zu schnaufen. Es ist nicht so anstrengend alles. Und in der Vorbereitung darf es schon so ein bisschen bleiben. Jetzt, du weißt auch, was auf dich zukommt in dieser Vorbereitung. Du bist ja schon fast ein bisschen Routine, schon ein paar Jahre bei IB dabei und jetzt etwa 3. Saison im Eis, würde ich sagen. Was denkst du, was werden die Schwerpunkte sein in der nächsten Zeit? Ja, sicher, das auch in der letzten Vorbereitung. Spielerisch noch weiterentwickeln, physisch weiterentwickeln und vor allem das Spiel gegen Ball. Uns hat ausgezeichnet, wollen wir sicher noch verbessern. Wie ist es dir persönlich gegangen? Jetzt in der Vorbereitung muss man ja noch ein bisschen Programm abspulen und so. Ist das kein Problem gewesen, dass man richtig parat am Trainingsstart aufkreuzt? Ja, wir haben zuerst ein paar Tage frei bekommen, wir nichts machen müssen, können abschalten, dann haben wir die Zeit von der Bewegung schon ein bisschen verfehlen. Von dem her geht es ziemlich einfach, die Läufe zu machen. Also kein Problem gewesen mit dem Trainingsstart für dich? Nein, das war kein Problem gewesen. Ich wünsche dir gute Zeit, dich noch gut vorbereiten und alles gut. Merci vielmals. Margot Dangubic, herzlich willkommen, kann man sagen. Das erste Mal in der Vorbereitung dabei mit der ersten Mannschaft und nachhinein noch herzliche Gratulation für den Torschützenkönig der ersten Liga. Letzte Saison 20 Goal können schiessen. Merci vielmals, ja. Super Saison gewesen. Super Einzelleistung gewesen, aber schade, dass wir nicht als Team aufgestiegen sind. Wir hatten das Ziel, dieses Jahr in die Promotion aufzusteigen mit der U21. Ja, das Ziel knapp verfehlt, aber super Saison gewesen, sicher. Der neue Anlauf die Saison, würde ich sagen. Ein paar Punkte haben das mal gefehlt. Jetzt wollen wir aber über die erste Mannschaft reden. Du kannst jetzt die Vorbereitung mitmachen. Du hast schon ein paar Training in letzter Zeit mit dem Eis machen können. Jetzt heute offizieller Trainingsstart. Wie war es? Ja, immer super. Also das Niveau ist sehr hoch, intensiv. Und heute war es ein bisschen wieder zusammenfinden, locker, eigentlich lockere Einheit. Aber sonst, das Niveau ist immer super hier. Ich freue mich immer hier zu sein. Du hast nicht allzu viele Ferien gehabt, hast du uns vorher verraten, off the record, wie man so schön sagt. Was ist in den letzten paar Tagen passiert? Ja, jetzt ja, die schriftliche Matur gehabt, also im Franz, Spanisch, Mathe und Deutsch. Und jetzt habe ich immer noch die mündliche Stunde am 28., 29., 30. Und dann hoffe ich, dass ich bestanden habe, ja, dass es fertig ist, schulisch. Also ein strenges Programm und in dem Sinn zumindest geistig, noch nicht, wahrscheinlich nicht ganz erholt, aber körperlich ist es kein Problem gewesen, das erste Training. Ja, sicher, ja, frei gehabt, 2 Wochen. Regeneration 2 Wochen. Wir haben ein Programm gehabt von Herrn Frian, das wir durchgezogen haben. Und fühle mich fit, körperlich sicher. Was hast du für Erwartungen jetzt an die Vorbereitungszeit, die du mitmachen kannst? Hast du irgendwelche Ziele für dich persönlich gesetzt oder gehst du es möglichst locker an? Ja, klar habe ich das Ziel, mich aufzudrängen, hier zu zeigen, dass ich einen Platz im Kader bekomme. Ja, das ist auch mein Ziel. Ja, ohne Druck, ohne Hemmungen zu spielen, und das ist das Ziel eigentlich. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Beste Mal.